Hi, ihr lieben, hier ist Eloy und ich bin heute in Berlin. Zwar mache ich eine Live-Chat, wie du siehst, bei Schlager für alle. Ich liebe Berlin, es freut mich sehr, hier zu sein. Ich habe heute Aufnahmen gemacht für Deutsches Musikfernsehen, weil am 1. Juni kommt natürlich meine Kopf aus Herz am Album raus. Und ich habe viele Interviews gedreht. Ich werde auch noch zu Gast sein, aber das ist dann erst später in die Gruß und Kuss Sendungen. Wird alles totaal cool. Ja, ich bin wirklich so aufgeregt. Ich kann nicht warten bis zum 1. Juni. Und dass ihr alle so viel von meinem Album schon vorbestellt. Und das ist ja super. Vielen von euch wissen es wahrscheinlich. Aber we hebben natuurlijk ook een exclusieve fanbox. Und in die Fanbox ist mein Album, natürlich, aber auch einen Single, CD-Single von Egal was andere sagen. Ich habe Egal was andere sagen jetzt auch in einer Akustik-Version aufgenommen, die steht drauf, die normale Version steht drauf und die Remix, die ihr vielleicht schon kennt von Spotify. Und die CD-Single wird nur in die Fanbox veröffentlicht sein. Da ist ein schönes Herz, Kopf aus, Herz an, Herz drin. Das ist so ein Leuchtherz, habe ich selbst gesucht, gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre schön. Wenn ihr dann alle vorbeikommt bei meinen Auftritten, dann kann ich sagen, okay, jetzt singe ich einen Song. Aber ich brauche ein euren Herz zu sehen. Dann könnt ihr das dann schön anmachen. Und da sind schöne Bilder drin. Ein original unterschriebene Autogrammkarte. Ich war letzte Woche die ganze Woche beschäftigt, um die Autogrammkarte zu schreiben. Und das habe ich jetzt gemacht. Aber, und das weiß ihr vielleicht auch, ich habe 20 Stück goldene Tickets. Und wenn ihr oder wenn du eine von diesen Tickets findest, weil die werden in unterschiedlichen Boxen natürlich verteilt, 20 insgesamt, dann haben wir einen 1-auf-1-Date miteinander. Und was wir da machen, das entscheidest du. Ich bin mal gespannt. Ja, ich hoffe, ihr kauft alle die Fanbox. Es wird sich lohnen, wirklich. Nou ja, wie gesagt, ich bin jetzt bei Schlager für alle, live auf Facebook. Es ist natürlich eine tolle Gelegenheit, um mich mit euch zu treffen. Und ich habe vorher natürlich gesagt, ich bin live da und ich hoffe, wir sehen einander. Haben viele mir geschrieben, ja, wir sehen dich und ihr seht, du siehst uns nicht. Weiß ich natürlich, aber in mein Herz seid ihr da. Ich habe schon, wenn wir das bekannt gegeben haben, viele Fragen bekommen und ich habe mir ein paar Fragen ausgesucht. Und Sabine Broes fragt, wann kann man dich live sehen, Eloy? Ist da eine Tour geplant? Im Moment ist er natürlich totaal veel gepland om mijn Kopf aus Herz an Album zu promoten. Ik hoffe natuurlijk zoveel wie mogelijk im Fernsehen zu sein und im Radio. Dat is wirklich een Ziel Nummer 1. Aber sind schon Auftritten geplant. Ik werde zum Beispiel auch in Berlin sein bei dem Schlagerhammer. In juli is dat, geloof ik, en daar zijn nog een paar andere auftritten. En we zien mal, wanneer we een tour maken. Maar die plannen zijn daar. We plannen ook een autogramstunde tour. En dat is dan gelijk die vraag van Christina. Die had gevraagd of daar een autogramstunde tour komt. En of daar schon terminen en orten bekend zijn. Wenn, dann weiß ich die noch nicht, weil das wird im Moment wird das alles geplant. Es ist auch noch nicht total sicher, wann wir genau die Autogrammstunde machen, aber dass wir es machen, das ist 100% klar. Aber es kann auch sein, dass wir das dann zum Beispiel die Woche nach die erste Woche von Veröffentlichung von mein Album machen. Aber solche Informationen findet man immer auf meinem offiziellen Eloy Facebook-Seite, bei Events oder vielleicht auf die Schlager für alle Seite. Das wird dann bekannt gegeben und ich hoffe natürlich euch alle da zu treffen. Christina fragt, kommst du einmal nach Österreich?
Und das fragen ganz viele, weil Elena fragt es auch und Gertraud fragt es. Ja, das sind viele. Ich bekomme die Frage ganz oft. Ja, ich hoffe natürlich in Österreich und auch die Schweiz vorbeizukommen, weil wir waren natürlich früher mit koordiniert viel unterwegs. Ja. Auch mein Sohn, egal was andere sagen, läuft gut da. Also ich hoffe, dass da auch Termine da kommen. Ich habe schon nachgefragt und hoffentlich werde ich etwas herausfinden diese Woche dabei. Na, Petra ist neugierig. Wann sehen wir dich wieder im Fernsehen? Naja, jetzt bin ich hier auf Facebook. Kommende Freitag bin ich zu Gast bei mein Kumpel Ross Anthony. Weil ich singe da Regenbogen. Regenbogen ist eine Titel, die ich eigentlich den Tag nach meinem Promi Big Brother Zeit aufgenommen habe. Mein erstes deutsches Lied. Und das werde ich da singen. Ist natürlich auch ein Titel auf meinem Kopf aus Herz an Album. Und Regenbogen, ja, die Titel sagt es schon. Da sind viele Farben in die Regenbogen. Und das singe ich eigentlich in einem Lied. Ich habe zelf einen Regenbogenfamilie. Und naja, ich mag die viele Farben ins Leben. Das ist auch gut so. Sandra fragt, was macht dir noch Spaß außer singen? Welke Hobbys hast du und was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es um Papa zu sein. Das ist zwar kein Hobby, aber ich muss sagen, das ist schon krass. Montag hat Indie Klavier, am Samstag spielt sie Hockey, Mittwoch macht sie Schwimmen und wie gesagt, es ist zwar kein Hobby, aber ich habe viel Spaß dabei und was wir auch immer zusammen machen, Indie, ich und Ibo, ist tanzen und singen, privat zu Hause. Meine Pläne für die Zukunft sind natürlich deutlich. Mein Album Kopf aus Herz an kommt die 1. Juni raus und ja, ich bin so aufgeregt, ich kann wirklich nicht warten dat ihr alle meine Songs hören kann. Dan wist ich Bescheid, worüber ich die ganze Monate schon geredet habe. Und es ist wirklich geil geworden. Ich bin super stolz. Da sind viele wirklich persönliche Songs auf dem Album. Aber es ist auch ein Album, um wirklich eine Party zu feiern, zu tanzen. Da ist ein schönes Duett. Und das passt dann gleich eigentlich bei die Frage von Melly. Sie fragt, mit wem würdest du gerne ein Duett singen? Im Moment, ich singe mit Marianne Rosenberg, dem Song Liebe kann so wehtun. Und wir haben das, das ist natürlich ein 70er Jahre Hit von Marianne. Aber wir haben das ganz schön gemacht, modern gemacht. Und das war ursprünglich kein Duett, aber wir singen das zusammen. Und, das ist im Moment natürlich ein Traum. Vielleicht für die Zukunft, ja, muss man sehen. Maite Kelly, wir haben natürlich ein bisschen die gleiche Vergangenheit. Beide in die 90er bekannt geworden. Wir singen beide jetzt auf Deutsch. Das wäre natürlich schön. Ja, das sind so viele talentierte Leute, om een duet mit zu singen. Aber im Moment, wie gesagt, Marianne Rosenberg, Liebe kann so wehtun. Schönes Titel. Margit möchte mir sagen, egal was andere sagen, ist derzeit mein Lieblingslied. Ich höre es täglich mindestens 20 Mal. Wow. Einerseits bringt es mich zum Weinen und andererseits ist es eine wunderbare Erinnerung. Ja, so sehe ich es auch. Ich bekomme so viele Nachrichten von vielen Leuten auf meine offizielle Facebook-Seite, voor wem dem Lied so viel bedeutet. Es ist nicht nur meine Geschichte oder die Geschichte von Steven und mich. Ich glaube, es ist eine Geschichte über die Liebe. Ja, Liebe kann man jetzt mal wehtun. Liebe ist nicht immer einfach. Aber wenn man an einander glaubt, und man glaubt in die wahre Liebe zusammen, dann ist es gut. Aber es tut mir ganz gut, dass es dich auch so viel bedeutet. Wirklich super, Margit. Ich glaube, am Samstag hatten wir dann auf mein offizielles Video über 1 Million Views auf YouTube erreicht. Ja, das ist natürlich krass, wirklich cool, dass wir so eine Gelegenheit bekommen haben, um meine Botschaft mit euch zu teilen. Dankeschön dafür. Nou, dan sehe ich hier mal wieder ganz viele Grüße aus der Schweiz, aus Österreich.
Ela, ay, ay, Ela, wie sehr ich mich schon auf meinen Albumveröffentlichung freue. Naja, ich auch total natürlich. Nicole fragt, welcher Song auf dem Album liegt dir besonders am Herzen? Es ist ein bisschen, um dann zu sagen, okay, du hast sechs Kinder, welches Kind ist dein Favorit? Jeden Song habe ich mit Leidenschaft gesungen und bedeutet etwas für mich. Aber zum Beispiel An deiner Seite ist ein Lied, was ich für unsere Tochter aufgenommen habe. An deiner Seite, die Titel sagt es schon. Und am Ende von dem Song ist noch ein kleiner Überraschung, was Indy gemacht hat. Und das ist für mich ein Gänsehautmoment und ich hoffe für euch auch. Ja, An deiner Seite ist natürlich so wichtig, denn ihr vielleicht Eltern sind, kennt ihr das, dem Gefühl. Aber auch von einer Oma zu einem Enkelkind ist das natürlich ein Gefühl. Es ist schön, Menschen zu haben, die an deiner Seite sind. Ich hatte vor zwei Tagen auf meinem Facebook, oder gestern, ein schönes Eloys Lieblingsdienstag-Post gemacht. Und da zeige ich dann ein Bild von meiner Mutter und Indy zusammen. Und dann so schön zu sehen, wie meine Mutter an die Seite von Indy ist. Und deshalb glaube ich, dass dem Titel An deiner Seite bei vielen von euch auch im Herzen geht. Is ook een andere schöne song, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt sagt eigentlich, du bist perfekt wie du bist. Und Schritt für Schritt kommen wir hoffentlich mit der ganzen Welt in eine Situation, dass es okay ist, dich selber zu sein. Und auch wieder da, es ist nicht nur mein Ding, sondern auch für viele andere Leute. Das sind viele unterschiedliche Leute. Und ich kämpfe dafür mit meiner Musik und mit meinem Sein. Hoffentlich ein bisschen mehr Leuten zu bekommen, die statt Kopf ein bisschen mehr mit dem Herz denken. Ich habe in meinem Album auch ein schönes Vorwort geschrieben. Und da erzähle ich das auch, weil ja, das ist so wichtig. Manchmal viele Leute denken zu viel in Vorurteile. Und mach das Herz, öffne das Herz. Und nicht immer die Kopf dabei. Und ja, dann sieht man, dass vielleicht etwas ein bisschen unterschiedlich ist, aber auch harmonisch und auch gut. Filippino Steinke fragt, wann hast du mit dem Singen angefangen? Wie alt warst du da? Ich habe immer gesungen. Ich bin heute bei Deutsches Musikfernsehen und es sind ganz liebe da Sonja. Und ich habe auch Sonja heute gesagt, vielen Jungs haben vielleicht Kinderzimmer mit Autos gespielt. Ich hatte so viele Autos, aber die stehen jetzt noch nagelneu in die Zimmer da, glaube ich. Ich habe immer Popstar gespielt. Es war immer mein Jugendtraum schon, um auf die Bühne zu stehen. Deshalb habe ich in meiner Erinnerung, glaube ich, immer gesungen. Ganz jung. Und ich habe einmal Talent Show mitgemacht, nicht im Fernsehen, maar dat war wirklich lange her. Und dann mussten wir einen Song von dem Eurovision Song Contest singen. Und ich glaube, ich war da vielleicht 9 oder 10. Und ich habe das dann gemacht. Und, deshalb, ja, für mich singen, tanzen, performen war immer mein Ding. Und ja, eigentlich wie lange ich mich erinnern kann. Techniek läuft nog goed. Die zijn nog immer daar. Ik ben ganz happy dat ihr met zoveel kunt komen zijn. Dat is natuurlijk ganz schön. En jetzt aus Berlin. Ik heb schon in meerdere Städte gemacht. En ik bekomme jetzt een paar nieuwe vragen wieder. Was wird deine nächste Single? Vraagt Patricia. Wird als vielleicht Schritt für Schritt? Nou, warte maar ab. Wir sind in die luxe Position, dass da viele Songs auf dem Album sind, 14 insgesamt. Und da sind mehrere Möglichkeiten, um Singles zu werden. Was man heutzutage sieht, in meiner Boyband-Zeit in den 90er war das natürlich immer so, ein Titel haben wir dann überall promoted, überall Love Is Everywhere singen. Aber heutzutage sieht man das, dass man eigentlich mehrere Songs gleichzeitig promoten kann. Deshalb singe ich Freitag auch wieder Regenbogen.
Und dann daarna seid ihr in eine andere Show. Aber vielleicht, die Reaktionen auf Schritt für Schritt sind ganz gut. Ja, für mich wäre das bestimmt eine gute Option. Ja, nach egal was andere Sachen, ein bisschen Abtempo-Ding, aber doch eine ganz positive, wichtige Botschaft für mich in dem Lied wäre eine Möglichkeit. Mal sehen. Anke, bist du im Oktober bei Ross Anthony in Leipzig? Hi Anke, ich habe eigentlich keine Ahnung im Moment. All meine Fernseh-TV-Terminen werden natürlich durch meine TV-Promoter organisiert und da kommt ganz viel. Ja, wir machen ganz viel Promotion und ja, ich hoffe natürlich wieder bei Ross vorbei zu kommen. Am Freitag bin ich natürlich schon bei Ross, wir haben das schon aufgezeichnet. Da singe ich Regenbog, einer der Titel von meinem Kopfhaus, Herzalbum auch. Wirst du Angel in the Skies auch auf Deutsch singen, fragt Bonnie. Angel in the Skies war ein Lied auf Englisch, was er in Holland fast gleich nach meine Cotinier-Zeit in de 90er aufgenommen habe. Mehrere Leute haben mich schon gefragt. Im Moment habe ich 14 Songs auf mijn Album Kopfhaus Herz an, die mich wirklich viel bedeuten. Und ja, hör dem Album an. Aber auch da kann ich sagen, ja, vielleicht. Es ist ein wunderschönes Lied, Angel in the Skies. Und, ja, vielleicht, dass sie das eines Tages auf Deutsch auch singen werden. Ich weiß nicht, wie viele von euch natürlich gleich bei Anfang dabei waren, aber ich habe bei Anfang erzählt, mein Album kommt natürlich 1. Juni raus. Wir haben nicht nur dem Album, sondern auch ein exklusives Fanbox. Im Fanbox ist dem Album, aber auch eine Single von Egal was andere sagen. Ich habe eine akoestische, so noem het Klavierversion aufgenommen von Egal was andere sagen. Und auch dann die normalen Version dabei und den Remix, dem Uptempo Remix. Die drei Songs sind auf einem CD-Single in meinem Fanbox. Weil viele von euch gefragt hebben, komt Egal was andere sagen auch auf Single. Die komt auf Single, aber nur in dem Fanbox. Und ich habe natürlich die ganze goldene Ticket-Geschichte. 20 Tickets werde ich verteilen über die Fanboxen. Und wenn du einen von die Tickets findest, haben wir ein Date zusammen. Ja, ich finde es ganz schön, euch kennenzulernen. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, mich ein bisschen kennenzulernen. So, vielleicht werden wir dann Sushi essen oder ein Eis essen, whatever, mit dem Hund spazieren. Ja, die Möglichkeiten sind natürlich viel. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist ein goldenes Ticket finden. Und diesem Wochenende waren bei manchen Läden die Fanboxen schon nicht vorbestellbar, aber das haben wir alles wieder gut organisiert. Also ab jetzt sind die wieder da. Und ich freue mich total um 20 von euch dann wirklich eins auf eins kennenzulernen. Aber wie gesagt, 1. Juni kommt dem Album raus und dann kommen auch erst die Fanboxen werden dann geliefert. Ich freue mich. Was vindt Ibo van dein Erfolg? Hi, dat had Yvonne gefragt. Ibo is unglaublich stolz auf was ich mache. Und nicht nur Ibo, Indy auch und meine Familie, meine Verwandten. Die sind alle ganz stolz. Aber das Gute ist, ich bin auch stolz auf Ibo und auf meine Verwandten. Was ich beruflich mache, ist natürlich ganz toll. Om Erfolg dabei zu bekommen, ist noch besser. Es ist natürlich auch so mit meinem Beruf. Manchmal gibt man ganz viel Leidenschaft und ganz harte Arbeit und da passiert nichts. Und mit die gleichen Energie kann man dann auch Erfolg haben. Deshalb habe ich immer versucht, das war nicht immer einfach, aber um an mich selber zu glauben, auch wenn vielleicht dem Erfolg nicht da war. Aber um jetzt natürlich so schnell mit egal was andere sagen, so viel nieuwe, neue Leuten zu sehen, die begeistert sind von was ich mache, das ist natürlich ein Traum. Aber wie gesagt, ich bin gleich so stolz auf Ibo, als er auch auf mich ist und wie wir
stolz auf Indie sind. Das hat nichts zu tun mit was ich mache. Das ist, ist gleich. Sabine fragt, hast du deine Disney-Sammlung noch? Natürlich habe ich die noch. Ich habe zu Hause mehrere Production Cells, heißt das. Das sind dan die originale van die originale Disney-films. Habe ich in mijn muziekzimmer afgehangen. Ik heb een schöne, wie sagt man das? So kleine Statues. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, auch von Disney. Und ja, ich habe Indy natürlich jetzt zu Hause, die auch ein ganz großer Disney-Fan ist. Deshalb haben wir die letzte Woche nochmal die Löwenkönig angeguckt. Aristocats haben wir gesehen. Frozen ist natürlich so beliebt. Super. Es ist gut, um Papa zu werden, weil man kann in die eigene Jugendzeit auch wieder neu erleben. Und hat man auch eine Ausrede, um alles wieder neu anzugucken. Na, Manuela fragt. Hat die Zahnfee etwas für Indy unter das Kopfkissen gelegt? Natürlich. Ja, die hat vor ein paar Wochen die erste Zahn verloren. Und auch das habe ich auf meiner Facebook-Seite geteilt. Ich versuche so viel wie möglich persönliche Sachen zu teilen auf meiner offiziellen Facebook-Seite. Wenn ihr mich noch nicht folgt, dann mache das dann gerne. Weil da stehen immer die, die Nachrichten. Jeden Dienstag habe ich Eloys Dienstag-Lieblings, wo ich so eine Geschichte erzähle, eine Lieblingsgeschichte. Donnerstag eine Nostalgie-Post und natürlich die Events werden da gepostet. Aber wenn ihr jetzt auch, wo ihr jetzt bei seid bei Schlagen für alle, auch Schlagen für alle unterstützt mich immer. Also abonniere dich da auch, dann seid ihr immer auf dem Laufenden mit alles, was rondom mich passiert. Was ich auch noch sagen wollte, was, ja, was wirklich wichtig ist, ich bedanke mich bei euch für alle Voting-Unterstützung. Früher war das mit Radio total unterschiedlich als heutzutage. Es sind so viele unterschiedliche Radio-Charts und bei den meisten Charts sind natürlich die Hörer ganz wichtig, um zu voten. Also danke, schön, dass ihr mit so vielen für egal was andere Sachen votet. Ich nehme das niemals voor normaal, weil ich weiß, dass es manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend sein kann. Aber es ist so wichtig, um meine Musik zu verbreiten und um so viele wie möglich Leuten zu zeigen, okay, Eloy ist da, Eloy singt auf Deutsch, das ist seine Musik. Und, naja, wie gesagt, Dankeschön für eure Unterstützung. Hör bitte nicht auf dabei, weil es ist super wichtig für mich. Die Fanpower bei Call to React ist immer krass, ganz gut. Aber ich sehe, dass es jetzt bei mir auch wirklich, wirklich toll funktioniert. Und das ist wirklich, bedeutet mich wirklich etwas. Dankeschön dafür. Und wirklich, ich sage das immer ohne euch, ja, hätte ich nicht so viel Erfolg, als ich jetzt schon habe. Ich bin ganz dankbar, dankbar dafür. Christiane hat gefragt, würdest du nächstes Jahr bei Let's Dance mitmachen? Ich liebe tanzen. Wir haben vor zwei Jahren auch schon gesprochen da, aber ich war natürlich holländischer Jugendmeister in Holland schon. Und ja, vielleicht, dass die mehr Leute haben, die mit der Prominente, die totaal nog niet tanzen können. Aber es ist noch immer ein Traum von mir. Das Gute bei Let's Dance ist natürlich, dass es nicht nur Standard tanzen ist, sondern auch Modern Dance. Ja, das sind unterschiedliche Tanzstile, Rock'n'Roll, und da habe ich alle keine Erfahrung dabei. Also denke ich, dass ich eine gute Kandidat wäre da, aber naja, mal sehen, ob das passieren wird. Ich nehme ein bisschen Wasser, weil Purelle macht meine Hals ein bisschen trocken. Cheers zum Wohl. Heute kein Gin Tonic, weil es ist noch ein bisschen früh zonder Leitungswasser. Ich liebe Leitungswasser. Lekker. Paula, wäre es für dich okay, wenn Indy auch ins Musikbusiness gehen würde, wenn sie älter ist? Auf mein Album Kopf aus Herz an steht natürlich dem Lied an deiner Seite. Und in die Text kommt auch die Botschaft vorbei, dass ich singe, dass es okay ist. Was sie auch entscheidet in ihrem Leben, das ist okay, ich bin an deiner Seite. Und so muss es sein. Und wenn sie etwas mit Musik oder Tanzen macht, ist das natürlich schön, maar ich mag es auch sehr. Aber wenn sie vielleicht
voetballer werden wil, moet je zelf ook een zijn. Je gaat niet zo ganz veel met voetbal, maar die vrijheid moet man schon hebben. En wenn wir onze kinderen dem gevoel geven kunnen dat wat sie auch entscheiden, es goed is, ja, dan maken die als Eltern ganz goed. Maar wenn sie es macht, sage ich natürlich kein Nein, aber dann sage ich auch, versuch erst deine Ausbildung zu machen, eine gute Basis im Leben zu haben, vielleicht ja, ein bisschen schon von der Welt gesehen zu haben, nicht gleich anfangen mit so einem Erfolg, was ich gemacht habe. Das tut schon etwas mit einem Mensch und ich glaube, es wäre besser, ein bisschen älter zu sein, um dann anzufangen. Aber auch da, wenn sie natürlich das machen will, kann ich nicht sagen, machen das nicht. Jenny, schreibst du selber auch Songs? Songs. Manchmal, was ich mit Christian Gerner, meiner Producer, von den Kopf aus Herz an Album gemacht habe, ich habe viele meine Lebensgeschichten mit ihm besprochen. Und das hat dann wieder die Kreativität an Christian gegeben, um schöne Texten zu schreiben. Ja, Beispiel ist natürlich an deiner Seite. Das ist wirklich so ein Text, die aus meinem Herz kommt. Mal sehen, was wir in die Zukunft machen. Im Moment auf dem Album stehen 14 Songs und die sind ganz schön geworden. Und ich hoffe, ihr habt dem Album natürlich schon vorbestellt. Wäre gut. Adam, hi Adam, was ist dein größter Traum? Ja, das ist, ich kann natürlich ein bisschen so Miss Universe Antwort geben da. Die ganze Welt, die Umwelt muss gut sein und Happiness für alle Leute, natürlich. Das sage ich dann, privat hoffe ich, dass Ibo und ich immer so glücklich bleiben miteinander, wie wir jetzt sind. Dass unsere Tochter eine schöne Zukunft vor sich hat. Das ist wichtig, dass wir hier alle ein bisschen lieber voreinander sein können. Dass wir alle ein bisschen mehr mit unserem Herz statt unserem Kopf nachdenken und beobachten und lieben. Das wäre gut. Beruflich hoffe ich natürlich, dass mein Album Kopf aus Herz an ein großes Erfolg sein wird. Weil ich habe da so viel Leidenschaft gegeben und es ist schön geworden. Die Leute, die es gehört haben, letzte Woche meine Mutter und Indy und Ibo, weil wir waren auf dem Weg nach Deutschland, hatte ich 2,5 Stunden, um dem Album vorzuspielen. Wirklich dem fertigen Album. Und die waren begeistert. Also, naja, ich bin wirklich gespannt nach euren Meinungen. Aber ja, ich bin gespannt. Nou, dan werde ik nog een beetje weiter erzählen. Ik ben heute in Berlin. Waar heute bij Deutsches Musikfernsehen haben wir schöne Promo-Sachen aufgenommen. Ich habe für mehrere Songs auf meinem Album kurze Clips gedreht. Dass ihr auch im Deutschen Musikfernsehen ein bisschen schon den Geschmack von den Songs hören kann. Mein Album ist ganz unterschiedlich. Was schöne Balladen, egal was andere Sachen natürlich drauf. Ein schönes Duett mit Marianne Rosenberg. Ein ganz tolles Uptempo-Titel Schritt für Schritt. Wichtige Botschaft. Da ist ein Song Risiko. Das ist auch ja, toll. Ja. Wie gesagt, es ist schwierig für mich, um nur einen Song zu wahlen, um zu sagen, die gefällt mir am meisten. Aber für jeden Geschmack ist da etwas dabei. Und ich sehe wieder eine neue Frage. Hi Alina, wenn du die Möglichkeit hättest, in die Vergangenheit zu reisen, würdest du das machen und etwas ändern? Wow, was eine tolle Frage, Alina. Aber schwierig, was ich da sagen muss. Ja, da sind natürlich viele Sachen passiert, die schrecklich waren. Und dann, wenn ich die Möglichkeit hätte, hätte ich da natürlich versucht, die zu ändern. Aber es sind so viele Beispiele von schlimmen Sachen in Vergangenheit. Deshalb antworte ich vielleicht ein bisschen mehr privat. Wenn ich die Möglichkeit hätte, hätte ich gerne eine Beziehung mit meinem Vater gehabt. Weil er war ein ganz schwieriger Mann, hat mich niemals verstanden. Ist schon gestorben, als ich Anfang 20 war. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, eines Tages bin ich alt genug, dann können wir miteinander reden. Und
vielleicht, dass ich ihn dann ein bisschen besser verstehe. Und der Moment ist niemals gekommen. Also, das werde ich dann gerne ändern. Aber ja, das Leben ja, überrascht und bringt und nimmt. Und ja, es ist einfach so. Und wie man damit umgeht, ist schon wichtig. Wir haben alle unseren Rucksack voll mit positieve und negatieve Geschichten. Aber wie man mit die Rucksack rondloopt, das ist dem Ding. Michael, an die ersten sechs kommt dein neues Album. Wie lange hast du daran gearbeitet? Gleich nach meinem Promi Big Brother Zeit und gleich den nächsten Tag habe ich Regenbogen aufgenommen. Und Regenbogen hat schon so toll funktioniert, dass wir eigentlich dann angefangen sind mit dem Album. Und ich habe dann unterschrieben bei Telamo. Eigentlich, ich weiß nicht genau wann das dann war, aber nach meinem Big Brother Zeit gleich angefangen. Und habe mein Album in Deutschland aufgenommen. Nicht so weit entfernt von wo wir auch unsere Wohnung haben in Deutschland, Ibo und ich. Also das war super um da dann aufzunehmen, weil ich konnte in mijn eigen bed schlafen. En dat had veel Spaß gemacht. Bianca bekommt Indy een Katze zum Geburtstag. Auch über die Katzengeschichte habe ich auf meiner Facebook-Seite erzählt. Ich teile so oft wie möglich, so viel wie möglich persönliche Sachen in meinen kleinen Geschichten. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag. En het zeitmäßig passt natuurlijk. Schrijf ik dan etwas. En een van de geschichten, letzte Woche, glaube ich, war, dass Indy gefragt hat, ob sie eine Katze bekommt. Wir haben schon eine Katze, Bowie. Aber Bowie war schon da voordat Indy da war. Und die Beziehung ist ein bisschen so schwierig zu nennen. Und jetzt will sie gerne eine Katze, die sie, wo sie nicht spielen kann. Ein bisschen so ja, eine Kuschelkatze. Wir sind da nicht total noch einverstanden, weil ich habe gesagt, okay, wir machen das. Ibo sagt, ja, bist du sicher, du bist so viel weg. Also, es ist noch nicht entschieden, aber naja, ich denke schon, dass wir das machen. Ja. Lizzie, hi Lizzie. Wenn du ganz alt bist, wirst du dann noch immer Musik machen? Ich glaube schon, ja. Vielleicht ein bisschen weniger Tanzschritten dazu, aber warum nicht? Ja, dat zijn meerdere kunstenaars die natuurlijk oud zijn en erfolgreich. Maar wenn niet beruflich, dan bestimmt privaat. Weil ohne Musik kan ik niet leven. En het gehört wirklich zu mijn leven. Ik liebe zu singen, zu tanzen. En ja, auf Spaß steht keinen älter, sage ich immer. En zo moet het zijn, zo moet het blijven. Tina, gibt es ein Lied, welches du gern einmal aufnehmen möchtest? Ja, ich habe jetzt gerade 14 Songs aufgenommen, die auf dem Kopf aus Herz Album stehen. Und jetzt schon zu sagen, okay, das wird der nächste Song. Im Moment lebe ich wirklich in dem Moment und mit den Songs, die ich schon aufgenommen habe. Aber wenn ich mich überlege, kommt da bestimmt wieder eine Titel dazu. Es sind so viele schöne Musikstücke geschrieben und gesungen. Aber weiß ich jetzt nicht genau, um einen Titel zu sagen. Da. Andrea, suchst du dir deine Bühne-Outfits sauber aus? Nou Andrea, es ist gleich die letzte Frage. Weil wir haben leider wieder neue Termine jetzt, die ich machen muss. Aber André, ich habe einen Stylisten. Sie unterstützt mich für Fototermine, meinen Album-Fotoshoot. Dann habe ich dann so von einem Stylisten Tipps bekommen. Auf die Bühne mache ich das manchmal mit einer Stylistin oder ich mache das alleine. Das ist ein bisschen so unterschiedlich. Für Koordiniert ist das natürlich immer wie Glitter und Glamour und allein ist es ein bisschen anders gestylt. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen abhängig wie ich mich fühle, was ich dann trage. Ja, unterschiedlich. Manchmal selber und ja, so ist es einfach. Hey, ich möchte mich unglaublich bei euch bedanken, dass ihr allen auf die Schlager für alle Seiten dabei warst. Und auf meiner eigenen Seite habt ihr auch mitgeschaut.
Nou, nog maar kort. 1 juni, Kopf aus Herz an, Album komt raus. We hebben fanboxen dazu. 20 golden tickets. Daar komt een autogrammstunde tour. Ik werde veel onderweg zijn voor Fernsehen, radio auftritten. En de voting is en blijft immer zo wichtig voor mij. Wirklich dank voor die ondersteuning. Dat doet me wirklich, wirklich goed. Wenn ihr meine Seite noch nicht geliked habt, macht das dann jetzt noch. Auch die Schlager für alle Seiten. Ich bin auch auf Instagram. Ist auch schön. Versuche ich so viel wie möglich neue Bilder zu posten. Und ich habe auf Spotify einen eigenen Account, wo ich dann auch Playlisten veröffentliche. Ich danke euch von ganzem Herzen. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen einander bald. Und ganz viel Liebe für euch. Und nicht vergessen, Kopf aus, Herz an. Macht das. Ciao.